Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Krebsregistergesetzes. Berichterstattung hat der geschätzte Kollege Janky Pürsün, Frankfurt, für die Freien Demokraten, 20-1611 zu 20-756. Kollege Pürsün, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Beschlussempfehlung lautet, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 die Grünen, AfD, Freie Demokraten, bei Stimmenthaltung SPD, DIE LINKE. Danke schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Als erstem Redner, damit ich die Aussprache öffne, als erstem Redner darf ich dem Kollegen Bartelt, CDU, das Wort erteilen für 5 Minuten. Sie haben das Wort, Herr Kollege Dr. Bartelt. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Krebsregistergesetz aus dem Jahr 2014 erbrachte seinerzeit einen qualitativen Fortschritt. Epidemiologisches und klinisches Krebsregister wurden vereint. Das Epidemiologische erfasst Diagnose- und personenbezogene Daten, das Klinische genaue Angaben zur Therapie und zum Verlauf der Erkrankung. Die Vorteile dieser Zusammenlegung sind mehr Transparenz für Patienten und zuweisenden Ärztinnen und Ärzte, Erkenntnisgewinne zur wissenschaftlichen Forschung und damit verbunden Unterstützung der Studien in der Krebstherapie. Mehr als die Hälfte der postoperativen Therapien erfolgen innerhalb der meist internationalen Studien. Bei der aktuellen Auswertung der Praxis des Krebsregistergesetzes zeigte das klinisch-epidemiologische Register einen vollen Erfolg. Daher waren die jetzigen Neuerungen weniger grundsätzlich. Sie beziehen sich auf die organisatorische Leitung des Registers, die spätere Löschung der Daten und die Zusammenfassung mit dem Kinderkrebsregister. In der Anhörung des Landtages wurde von allen die Entwicklung des Krebsregisters und die vorgeschlagenen Änderungen positiv bewertet. Diskussionen gab es zum Datenschutz und zur Honorierung für die Praxen und Kliniken, die melden. Die Patienten können der Weitergabe ihrer anonymisierten Daten natürlich widersprechen. Das Krebsregister stößt bei den Beteiligten aber auf große Akzeptanz. Mehr als 90% der Krankheitsverläufe werden erfasst. Die Forderung der Anpassung des Honorars für das Ausfüllen des Meldebogens kann durchaus nachvollzogen werden. Sie muss aber unseres Erachtens nicht unbedingt Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens sein. Es müsste auch eine Einigung der Finanzierer des Registers hergestellt werden. Das sind Land, gesetzliche Krankenkassen, private Krankenversicherungen, die Deutsche Krebshilfe, die Ärztekammer, an die das Register organisatorisch angebunden ist, muss natürlich auch hier mit einbezogen werden. Das Krebsregister hat durchaus eine Bedeutung in der Praxis. Der Erfolg neuer Therapieverfahren kann besser bewertet werden. Es hilft bei der Entscheidung, wann eine neue Therapieform zur Standardtherapie wird und damit auch zur verpflichteten Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Es hilft dabei der Bewertung unseres hessischen Onkologiekonzeptes. Daher ist die Praxis im Meldeverfahren von Bedeutung. Nach einem Bericht des Hessischen Ärzteblattes trafen sich im September dieses Jahres in Frankfurt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der klinisch-epidemiologischen Krebsregister aus den Bundesländern. Die Federführung hatte die Landesärztekammer Hessen. Ziel war die einheitliche Erfassung von Krebsregisterdaten und die Handhabung der Daten bei verschiedenen Meldungen zu demselben Patienten. Es erfolgen ja Meldungen von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, von den Kliniken und von dem Labor der Pathologie. Abschließend bedanken wir uns bei den Patienten und allen beteiligten Ärztinnen und Ärzten für die Mitwirkung. Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Besten Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bartelt. Nächster Redner ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Nur zur Information, Frau Böhm, Herr Dr. Bartelt hatte nur 3 Minuten 30 gebraucht. Ich habe mich zumindest bemüht, den Weg zu kurz zu machen. Das ist ja auch schon mal was, oder? Ich bemühe mich. Ne? Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 24.000 Neuerkrankungen und 15.000 Todesfälle aufgrund von Krebs gab es in Hessen zumindest im Jahr 2013, entsprechend des letzten vorliegenden Krebsberichtes aus dem Jahr 2017. Das ist immer eine sehr lange Zeit, bis die Berichte vorliegen. Das sind sehr, sehr viele Gründe, diesem Thema besondere Sorgfalt zukommen zu lassen. Das Krebsregister hat die Aufgabe, Erkenntnisse für eine gute und effektive Behandlung zur Verfügung zu stellen. Aber auch mit dem Krebsregistergesetz war bei uns trotz aller Skepsis die Hoffnung verbunden, dass wir mit der Zeit mehr über die Häufung von Krebserkrankungen erfahren können. Unser Interesse ist zu wissen, in welchen Regionen, in welchen Lebensverhältnissen welche Krebserkrankungen in höherem oder geringerem Maße entstehen. Und neben den Erkenntnissen für eine bessere Behandlung ist das epidemiologische Register hilfreich. Aber wir bleiben weiter skeptisch, dass das Krebsregister irgendwann einmal Hilfestellung gibt bei den Risiken, die zu Krebserkrankungen führen. Beispielsweise spielt bei der Erfassung der Daten der berufliche und Arbeitskontext keine Rolle. Das sehen wir als Mangel an. Es gibt nicht wenige Arbeitsstoffe, die im Verdacht stehen, Krebserkrankungen hervorzurufen, wie beispielsweise Asbest und Produkte der Pharmaindustrie, bei denen Zusammenhänge mit Lungen- und Harnblasenkrebs erkannt wurden. Diese Daten könnten eigentlich gut mit einer zentralen Datenbank verbunden werden, bei denen die Arbeitgeber Meldungen eingeben wegen des Umgangs mit Gefahrenstoffen. Aber leider sehen wir da noch kein großes Erkenntnisinteresse. Bei der Verabschiedung des Gesetzes 2014 haben wir die Dinge angemahnt, genau die drei Dinge, die Herr Bartelt gesagt hat, die jetzt bei dieser minimalen Anpassung geändert werden. Allerdings war damals unsere Kritik umfassender. Und auch jetzt hat die Anhörung gezeigt, dass es doch der vorliegende Entwurf nicht den notwendigen Erfordernissen entspricht. Ich will nur auf die wichtigsten Argumente der Anzuhörenden eingehen, die von der Landesregierung nicht berücksichtigt wurden. Ein Problem ist das Problem der Vollständigkeit. Ein Krebsregister ist nur dann wirksam, wenn mindestens 90% und mehr der Krebserkrankungen erfasst werden. Da macht es uns besonders hellhörig, von den Krankenkassen zu hören, dass sie schon von langer Zeit darauf hingewiesen haben, dass der Aufbau des Krebsregisters in Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr schleppend vorangeht. Genau. In der Anhörung wurde deutlich, dass die Förderkriterien für Hessen bisher nicht erfüllt sind und dass es hier Nachbesserungsbedarf gibt. Dies hat unter anderem mit fehlendem Personal beim Krebsregister zu tun, aber es hat auch, hört, hört, mit schleppender Digitalisierung zu tun. Das wäre doch noch einmal ein Thema, ne? Digitalisierung im Krebsregister. Genau. Ein weiteres Problem sind die fehlenden Meldungen von den Ärzten und von den Krankenkassen. Hier werden Sanktionsandrohungen von einigen als probates Mittel genannt. Das wird auch in anderen Bundesländern so praktiziert. Gerade die Menschen, die auch in der Anhörung dabei waren, die selbst an Krebs erkrankt sind, fordern dies deutlich, um mit einer vollständigen Erfassung mehr Ergebnisse und klarere Ergebnisse zu erreichen. Deutlich haben uns die Krankenhausträger gemacht, dass nur ein Teil ihrer Kosten für die Meldung erstattet wird. Das ist halt so typisch, dass Krankenhausträger ständig diese Anmerkung machen, dass ihre Kosten nicht erstattet werden. Hier in dem Fall deckt die Vergütung nur etwa ein Drittel der Kosten, die sie tatsächlich haben, ab. Das ist zwar auch auf Bundesebene festgelegt, allerdings richtet sich die Landesregierung bei den Meldungen an das Kinderkrebsregister an den niedrigen Beträgen aus. Hier hätte man ein Zeichen setzen und sich zusätzlich auf der Bundesebene für eine bessere Finanzierung einsetzen sollen. Das ist leider nicht passiert, und somit wird auch die Wirksamkeit des Registers riskiert. Es gab weitere Kritikpunkte an dem Gesetz. Moniert wurde die Fach- und Rechtsaufsicht in einer Hand. Moniert wurden die fehlenden Aufklärungen der Erkrankten, was mit ihren Daten passiert und warum die Datenerfassung erfolgt.
Hier gibt es Nachbesserungsbedarf. Auch sollte die Bedenkzeit beim Widerspruch im Gesetz eingeräumt werden. Diese Bedenken und Vorschläge wurden von den Regierungsfraktionen nicht ernst und auch nicht übernommen. Deswegen werden wir uns, wie bei der Verabschiedung des Gesetzes, auch bei der aktuellen Änderung nur enthalten können. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. – Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Hessische Krebsregister hat die Aufgabe, fortlaufend und flächendeckend Daten zu hessischen Krebsfällen und onkologischer Behandlung zu erfassen, auszuwerten und für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Das Ziel, das damit verfolgt wird, war und ist, Krebspatientinnen und Patienten nachhaltig, effektiv durch die Datenerfassung und durch eine verbesserte Versorgung besser helfen zu können. Und dass das schleppend in Hessen vorangeht, das hat die Vorrednerin ja eben schon genannt. Seit Einbringung der Gesetzesnovelle hat sich aber tatsächlich etwas geändert. Vielleicht können Sie sich an die erste Lesung erinnern. Da habe ich Ihnen davon berichtet, dass auf der Homepage des Hessischen Krebsregisters zu lesen war seit 2014. Die Homepage befindet sich aktuell im Aufbau. Jetzt gibt es Informationen und Daten, die sind abrufbar. Allerdings finde ich als Patientin oder Patient weiterhin nicht die besten Zentren oder Praxen mit den besten Outcomes. Das müsste noch nachgereicht werden. Aber es ist ja schon einmal ein Anfang. Deswegen frage ich aber auch die Landesregierung erneut, warum gibt es keine Transparenz bei vergleichbaren Tumorerkrankungen hinsichtlich der Behandlungsqualität, getrennt nach kurativer und palliativer Therapie? Was ist bisher passiert? Wo sind die ersten Tendenzen, erste Ergebnisse? Und wann evaluieren Sie die ersten Daten und Ergebnisse? Wir brauchen endlich Fortschritte und Ergebnisse der Versorgungsforschung und der Versorgung. Denn, meine Damen und Herren, da draußen sind etliche krebskranke Menschen, die haben nicht noch länger Zeit zu warten. Die kämpfen gegen den Krebs, die kämpfen gegen die Zeit und die kämpfen für ihr Leben. Unsere Kritikpunkte bei der Einbringung wurden in der Anhörung bestätigt. Die Meldungen an das Krebsregister sind sehr bürokratisch. Die Anzuhörenden teilten, und das haben wir gerade schon gehört, aus der Praxis mit, dass die Verfahrenskosten nur ein Drittel kostendeckend sind. Das heißt, durch die Meldungen des Basisdatensatzes mit Diagnose, Therapie und Follow-up-Daten etc. und damit verbundenen Verwaltungsarbeit entsteht ein zusätzlicher Mehraufwand in Personal- und Sachkosten, und die sind eben nicht refinanziert. Ein Arzt sagte mir dazu, kein Wunder, dass dann da auch keiner meldet. Deswegen rückt für mich die Frage, anders als für Herrn Dr. Bartelt, von der Finanzierung in den Fokus. Es braucht eine auskömmliche Finanzierung. Wir wollen eine Festschreibung im Gesetz, damit es geregelt ist. Hier hat die Landesregierung noch nicht agiert. Scheinbar haben Sie, so wie Herr Dr. Bartelt das eben auch genannt hat, kein Interesse daran. Da vermissen wir jegliches Engagement der Landesregierung, meine Damen und Herren. Die Unterfinanzierung, meine Damen und Herren, sei dauerhaft nicht hinnehmbar, so die Anzuhörenden. Aber wenn das Land Hessen ein vollständiges, ein gutes, ein flächendeckendes Krebsregister haben und ernst nehmen will, müssen Sie dies auch kostendeckend finanzieren, damit die Kliniken und die Ärzte diese Meldung tätigen. Ein Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, der von den Patientenvertretungen angesprochen wurde, ist die Information über die Verarbeitung der Daten und über die Rechte an Daten, die Rechte wie Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie Widerspruch und Beschwerde. Und zwar sind die auf der neuen Homepage jetzt erläutert, aber die Patienten brauchen die natürlich auch vorab, vor allen Dingen vom Arzt, und das ausführlich.
Da wünschen sich die Patientenvertreter Verbesserungen, dass die Widerspruchsrechte vor allen Dingen besser erläutert werden und dass man auch mehr Bedenkzeit hat, ob man seine Daten freigeben möchte. Ich glaube, das sollte man denen auch einräumen, weil das ist in dem Moment eine schwierige Situation. Da muss ich erst einmal mit mir selbst klarkommen und mir überlegen, möchte ich daran teilnehmen oder nicht. Dennoch bleiben nach wie vor ungeklärte Fragen, und die möchte ich Ihnen noch einmal ans Herz legen. Gibt es Merkmale bei Primärtumoren zu einer Wiedererkrankung, ob sich erneut Metastasen bilden werden? Gibt es veränderbare Faktoren, die den erneuten Ausbruch einer Krankheit beeinflussen? Das sind die Fragen, die den Menschen helfen können. Diese Antworten finden wir hier erst einmal nicht. Und schlussendlich möchte ich Ihnen noch sagen, natürlich brauchen wir die Daten. Aber in erster Linie geht es nicht darum, Daten und Zahlen zu publizieren, sondern in erster Linie geht es darum, Hilfen für Krebspatientinnen und Patienten zu schaffen. Die Menschen warten darauf. Lassen Sie uns diese nicht enttäuschen. Und weil noch so viel zu tun ist, können wir uns diesem Gesetzentwurf nur enthalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist der Kollege Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Dr. Sommer, lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen zu Ihrer Rede machen. Wir haben in Hessen ein bundesweit vorbildliches Konzept, das Onkologiekonzept, das von anderen Bundesländern beneidet wird. Dieses Onkologiekonzept ist in der Tat vorbildlich in jeglicher Hinsicht. Es schafft eine Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und eine Versorgung für krebserkrankte Menschen, die wirklich einzigartig ist in diesem Land, die vor 5 Jahren beschlossen wurde. Wer in diesem Land an Krebs erkrankt, hat durch dieses Onkologiekonzept eine fantastische Versorgung und findet jederzeit zu jedem Ort und zu jeder Stunde eine richtige und zwar angemessene Behandlung. Und den Eindruck, den Sie hier erwecken wollten, weise ich energisch zurück, dass Menschen, die Krebs erkrankt haben, nicht gut versorgt werden in diesem Land. Das finde ich unangemessen, Frau Dr. Sommer. Das finde ich richtig unangemessen. Das Onkologiekonzept ist vorbildlich, und die Menschen, die hier in diesem Lande erkranken, finden immer und zu jeder Zeit die richtigen Krankenhäuser oder Behandlungen. Ich glaube, dass das Krebsregister ein Baustein dazu ist, dass es besser werden kann, dass die Fragen beantwortet werden können zu dem Thema, gibt es noch Versorgungsengpässe, was kann man dafür tun, dass Menschen gar nicht erst an Krebs erkranken. Haben wir eine flächendeckende Versorgung und vieles mehr? Man kann mit dem Krebsregister eine ganze Menge anfangen, aber so zu tun, als ob Menschen momentan nicht gut versorgt werden könnten, wie Sie es getan haben, erweckt den Eindruck, der schlicht und ergreifend falsch ist. Ich will das noch einmal sagen, ich weise das energisch zurück. Sie sollten diese Politik nicht fortführen. Diese Menschen, die an Krebs erkrankt sind in Hessen, hervorragend versorgt und behandelt. Ich habe schon einmal gesagt, Sie sind jetzt die wiederholte Mal diese Rede, das Gesetz läuft aus, es muss evaluiert werden. An 3 Stellen haben wir es noch einmal nachgebessert. Die Vertrauensstelle wird künftig nicht mehr zwingend von einer Ärztin oder einem Arzt geleitet. Sie soll nach Eignung und nicht nach Zuordnung zu einer Berufsgruppe besetzt werden. Und der Datenaustausch wird zweitens verbessert. Und drittens, beim Kinderkrebsregister wird noch einmal nachgesteuert. An diesen 3 kleinen Stellschrauben können Sie erkennen, dass wir das Krebsregistergesetz noch einmal verbessern. Aber ich sage noch einmal, es dient dazu, tatsächlich in der Forschung, in der Medizin besser zu werden. Und ich weise wirklich energisch zurück, dass Menschen, die jetzt krank sind, draußen auf irgendetwas warten, was ihnen nicht zugutekommen könnte. Das ist einfach Quatsch. Und diesen Eindruck sollte man auch hier nicht erwecken. Das ist parteipolitisch kleinkariert und löst Sorgen aus, die man nicht haben muss. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Nächste Rednerin für die Fraktion der AfD ist die Kollegin Papst-Dippel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Krebs ist für Betroffene eine schockierende Diagnose, und leider ist diese Erkrankung noch die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und das trotz vieler bisheriger Bemühungen seitens Forschung, Medizin und Politik. Das habe ich hier schon einmal gesagt.
Die Einführung von klinisch-epidemiologischen Krebsregistern ist notwendig zur Datenerhebung und eine der Bedingungen zur Erlangung weiterer Erkenntnisse, und das ist dringend benötigt. Die vorliegende Änderung des Krebsregistergesetzes ist größtenteils eine redaktionelle Anpassung und wurde in einer Anhörung diskutiert. Dabei wurde unter anderem deutlich, dass es noch Nachbesserungsbedarf im Bereich des Datenschutzes gibt. Entschuldigung. Hier muss allgemein laufend nachgebessert werden, und im Bereich von E-Health und elektronischer Patientenakte sind diese Diskussionen an der Tagesordnung. Wir werden an dieser Stelle jetzt nicht zu einer Lösung kommen. Es bleibt aber dabei, das Krebsregister ist wichtig, damit im Sinne des Patienten und der Verbesserung von Behandlungsstrategien Datenauswertung betrieben werden kann. Ein weiterer kritischer Aspekt ist der finanzielle und der Sachaufwand, der durch die Beratung des betroffenen Patienten, z.B. in Krankenhäusern, entsteht. Die Beratung des Patienten, der ja zuerst einmal die Diagnose Krebs verarbeiten muss, ist zeitaufwendig und zieht sich durch entsprechende Bedenkzeiten weiter in die Länge. Hier muss an anderer Stelle weiter über die Finanzierung des Aufwandes diskutiert werden. Insgesamt ist die moderne Medizin sehr teuer. Neue Hygieneanforderungen sorgen für Kostensteigerungen, und Krankenhäuser haben Finanzierungs- und Fachkräfteprobleme. Hier müssen ebenfalls an anderer Stelle Lösungen gesucht und natürlich gefunden werden. In einigen Stellungnahmen wurden Sanktionen für Nichtmelder gefunden. Dabei wurden hohe Geldstrafen genannt. In anderen Bundesländern gibt es diese Sanktionen bereits. Das wurde ja erwähnt. Allerdings entsteht ja hier auch wieder ein starker Druck auf die Meldepflichtigen, die den Zeitaufwand erbringen müssen. Und die aufgewendete Zeit geht dann eventuell zulasten des Patienten. Gerade der Krebspatient braucht aber die ärztliche Zuwendung und gute Gespräche ohne Zeitdruck, um seinen Weg zu finden, selbst wenn er sich für oder gegen ein Krebsregister entscheiden soll. Eine auskömmliche Finanzierung muss also weiterhin entwickelt werden. Meine Damen und Herren, wir werden dem Gesetz heute zustimmen, obwohl Nachbesserungen gefordert wurden und wir einige davon als sinnvoll erachten. Dem steht auch schon die erwähnte hohe Akzeptanz positiv gegenüber. Es ist genannt worden, das Hessische Krebsregistergesetz ist bis Ende dieses Jahres befristet und muss verlängert werden. Die Befristung bis 2023 gibt Zeit, genau hinzuschauen und sinnvolle Nachbesserungen vorzubereiten und einzubringen, und das bis zum Fristende. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Abg. Janky Pürsün. Frankfurt. Erklärt was? Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das klinische Krebsregister ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Krebsforschung wertvolles Datenmaterial nutzen kann. Wir wollen diese Erkrankung in ihren vielen Facetten weiter entschlüsseln und personalisierte Krebstherapien entwickeln. Je differenzierter und umfangreicher die Datensätze sind, umso geeigneter und nutzbringender sind sie für die Forschung. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz mit diesen Daten hat ein enormes Potenzial. Es ist in mehrfacher Hinsicht die Zukunftsoption im Gesundheitsbereich. Sie kann die Ärzteschaft bei Diagnosen unterstützen und das medizinische Personal von vielen Aufgaben entlasten. Sie kann für die Früherkennung von Krankheiten genutzt werden und für die Entwicklung passgenauer Therapien. Die große Hoffnung, die mit der künstlichen Intelligenz verbunden ist, ist die Beschleunigung des Fortschritts in der Medizin. Jede dieser wünschenswerten digitalen Entwicklungen muss letztlich der besseren Versorgung unserer Patientinnen und Patienten dienen. Jährlich erkranken in Deutschland knapp 500.000 Menschen neu an Krebs. Nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen Krebserkrankungen auf Platz 2 der Todesursachen. Wir sollten daher jede Chance nutzen, die eine zeitigere Früherkennung und eine bessere Therapie ermöglichen könnte. Allerdings führt die Meldung der Daten zu weiteren Kosten in den Krankenhäusern. Diese sind nur zu einem Drittel gedeckt. Wir alle kennen die finanzielle Situation unserer Kliniken. Weitere nicht gedeckte Kosten werden an anderer Stelle eingespart, und so wird ein Loch zulasten eines anderen gestopft.
Leider hat diese Koalition die Hinweise aus der Anhörung zum Gesetzentwurf wiederholt nicht aufgegriffen. Deshalb fordere ich die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Kliniken hier nicht im Stich gelassen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Abg. Pürsün. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Kai Klose. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist ja schon mehrfach beschrieben worden. Die Aufgabe dieses Hessischen Krebsregisters ist es, flächendeckend personenbezogene Daten aller stationär und ambulant versorgten Patientinnen und Patienten, die an Krebs erkrankt sind, zu sammeln und sie auch auszuwerten. Und diese Ergebnisse, die wir dann gewinnen, die gehen auch wieder zurück an die Ärztinnen und Ärzte und an die Krankenhäuser. Und das ist genau der Benefit, den die Behandlerinnen und Behandler und so auch die Patientinnen und Patienten haben. Das klinische Krebsregister trägt nämlich so dazu bei, die medizinische Behandlung der onkologischen Patientinnen und Patienten zu steuern und auch zukünftig zu verbessern. Und mit den Änderungen, die wir mit diesem Gesetzentwurf, den wir heute diskutieren, vornehmen, die nehmen die Erfahrungen der letzten Jahre auf. Wir haben intensiv darüber gesprochen, und aufgrund dieser Erfahrung ändern und ergänzen wir auch dieses Gesetz. Die wichtigsten Änderungen sind zum einen: Für die Leitung der Vertrauensstelle des Krebsregisters braucht es keine ärztliche Leitung mehr. Die Leitung der Vertrauensstelle kann dann nur noch nach Eignung und nicht mehr nach Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe besetzt werden. Das ist ein Punkt, der sehr relevant war. Der Datenaustausch mit dem Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz wird möglich. Dort werden seit 1980 genauso wie im Hessischen Krebsregister Meldungen zu Kindern und Jugendlichen unter 18 mit Tumorerkrankungen aufgenommen. Und wir verlängern die Löschfrist der beim Hessischen Krebsregister gespeicherten Daten von bisher 3 auf 10 Jahre. Das ist erst einmal ein großer Schritt, er macht aber auch großen Sinn. Die bisherige Löschfrist von 3 Jahren nach dem Tod hat nämlich die Arbeit des Krebsregisters zu stark eingeschränkt, weil die dort gespeicherten Daten nicht mehr für gesetzlich geregelte Anwendungszwecke, also Angaben zur Identität der Patientin oder des Patienten, zur Verfügung standen. Und verspätet eingetroffene Informationen konnten so nicht mehr der entsprechenden Person zugeordnet werden. Deshalb ist diese Ausweitung der Löschfrist von 3 auf 10 Jahre angemessen und auch erforderlich, um Daten gerade auch im Hinblick auf Forschungsfragen, die sich dann erst im Rückblick stellen können, auf Langzeittrends und auf regionale Entwicklungen, all das spielt in der Onkologie eine große Rolle, auch noch verknüpfen zu können. Diese Änderung erfolgte übrigens in enger Absprache mit dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und nicht zuletzt, künftig wird bei der Sicherung der Diagnose durch Pathologinnen und Pathologen Name und Anschrift der einsendenden Ärztin oder des einsendenden Arztes miterfasst. Und durch diese zusätzlichen Angaben hat das Krebsregister dann auch die Möglichkeit, bei fehlenden klinischen Daten direkt an die Ärztin oder den Arzt heranzutreten und so die Qualität der Daten tatsächlich auch sicherzustellen. Außerdem kann die Vertrauensstelle künftig den Einsendenden auf eine möglicherweise ausgebliebene Meldepflicht hinweisen. Und ja, der Aufbau des Hessischen Krebsregisters ist, wie übrigens in den meisten anderen Bundesländern auch, da muss man jetzt drum herumreden, noch nicht ganz abgeschlossen. Wir erfüllen inzwischen aber 40 von 43 Förderkriterien der GKV. Wir werden in den nächsten Jahren also weiterhin Änderungs- und Ergänzungsbedarfe haben. Und um dann auch frühzeitig auf die Erfahrungen aus der Praxis reagieren zu können, ist das Gesetz nur auf 4 Jahre befristet. Mir ist aber auch noch einmal wichtig, liebe Frau Dr. Sommer, muss ich Sie jetzt wirklich direkt noch einmal ansprechen. Ein Register, das sagt der Name schon, trägt wichtige Daten zusammen. Aber mit dem Register behandeln wir die Menschen nicht. Das Register hilft, die künftigen Behandlungen zu verbessern. Aber wir haben hervorragende Behandlungsstrukturen, auch wenn das Register vielleicht noch nicht perfekt ist. Und da sollten wir hier auch nichts relativieren.
So oder so, das Thema bleibt uns erhalten, weil dieses Register eben im kontinuierlichen Aufbau ist. Ich bin für heute aber ganz sicher, dass unser Beschluss heute dazu beiträgt, die medizinische Behandlung von Krebspatientinnen und Patienten in Hessen weiter zu verbessern. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Und ich komme zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung. Wir befinden uns am Ende der zweiten Lesung. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD, die Fraktion der Freien Demokraten, die Fraktion der CDU, die Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Hält sich jemand der Stimme? Enthaltungen sind die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der SPD. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben.